Der Weg zur Spiesalm ist relativ kurz, hat mäßige Steigungen und schöne Ausblicke begleiten den gesamten Weg. Die Almhütte ist für die Kleineren schon ein ausreichendes Tagesziel. Wer noch weitergehen möchte, wird noch einmal durch das herrliche Panorama belohnt. Der Weg zum Urwald führt über eine Leiten zur Waldgrenze. Dort wartet ein Stempelkasterl. Der anschließende Rundweg durch den Wald ist ziemlich kurz, aber durchaus nett. Leider ist der größte Baum schon umgefallen. Zurück geht's wieder über die Spiesalm. Insgesamt ist das ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Ausflugsziel. Im Buch findet ihr dazu weitere hilfreiche Details. Außerdem habt ihr damit den perfekten Überblick über die schönsten Familienwege.